Zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig. Aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter, Sharp. Bowles. Yo, Frankie! Wie geht's Frau und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Clown. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich? Laufen stört mich nicht. Hey! Nicht so fest, du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kretin hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ich glaube, schon erkannt. Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Fips auch meine Schokoladenseite! Aber naja. Ich sehe überall gut aus, ne? Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem weiteren Ausbruch verliere ich die Unterstützung bei meiner Bürgermeisterkampagne. Zieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Ein neuer Patient der Lobby der Entwicklung. Das nicht erforderliche Personal ist dabei. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Der Tunnel ist voll. Scan-Prozess starten. Scan wird initialisiert. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Leben und verbotene Gegenstände. Ich will das Dunkel aber nicht suchen. Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, Lou, sag's mir! Batarangs? Batcross? Batsnakes? Der Scanner schaltet bei Druck auf Grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus! Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass die nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack. Tick-Tack. Hör ich da einen Krokodil? Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Gut. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Das beste psychiatrische Entwicklungs- und Rehabilitationszentrum für geisteskranke Straftäter werden würde. Auf einer kleinen Insel an der Kostenwege liegen. Joker! Yo, bin gleich bei dir, Boss. Ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das, aber schnell! Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Müssen Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hosen runter! Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Alarm in der Innensichtbehandlung. Kategorie 9, Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzerlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kann
Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein. Dann war's wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er ist blind aus. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Ich bin endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier raus. Dann treffe ich mich davon ab, dich zu töten, Batman. Ich reiß dich in Stücke. Es ist eine Klappe. Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben. Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins, du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starren. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in unserer... Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Abwesenheit in unserer Anstalt. Was? Was? Vertraust du mir nicht? Sein Gast geraten sich ihm zu nähern. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha Rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell! Wir verlieren ihn, John! Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Willkommen im Edenhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetragen. Jetzt lass die Party beginnen. Meine Damen und Herren.
Ich entschuldige mich für die Unterbrechung. Bis vor ein paar Stunden wurde ich eben in diesem Raum geschützt. Und wir dann Atmos ansehen. Aber dann... Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Tut mir leid, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss noch. Du meine Güte. Alles okay, Kumpel? Geht's ihm gut? Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach kein Versprechen, die du nicht halten kannst, Bess. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Ihr geht an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Choo-choo!